Hochmodern, so präsentiert sich der neue EZB-Turm. Doch angegliedert ist er an ein Gebäude, das einst ein Vorzeigebau des sogenannten Neuen Frankfurts war. Hier mit der Kamera festgehalten vom Fotografen Matthias Matzak. Den Frankfurter fasziniert die Architektur, die untrennbar mit den Namen Ernst May, einst Frankfurter Stadtbaurat, und Martin Elsässer, künstlerischer Leiter und Architekt, verbunden ist. Dank ihnen wurde Frankfurt Mitte der 1920er Jahre eine Hochburg des neuen Bauens, auf die einst ganz Europa schaute. Im Fokus stand der Wohnungsbau unter sozialen Aspekten. Wichtige Merkmale dieser Architektur? Das ist zum einen das flache Dach, dann sind es natürlich die geraden Linien, das Funktionale in der Architektur und ja, auch der Begriff Form follows Function sagt, dass ja aus den 20er Jahren abgeleitet wird. Und natürlich auch damit das Weglassen eines jeglichen Ornamentes. Geboren 1964 in Frankfurt, studierte Matzak zuerst Kommunikationsdesign und arbeitete viele Jahre als Werbefotograf. Später absolvierte er ein Zweitstudium der freien bildenden Kunst. Seine Fotoreihe zum neuen Frankfurt umfasst inzwischen mehr als 1000 Fotografien. Doch was muss ein Motiv haben, damit es ihn fasziniert? Es sind häufig die Sachen, wo viele Leute nicht hinschauen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, das nehme ich mir vor. Es ist wirklich, es muss eine Faszination für mich da sein. Es muss mich ansprechen, die Objekte oder die Gegenden sprechen mit mir, würde ich sagen. Das Museum für Architektur zeigt eine Auswahl seiner Fotosammlung. Matzak selbst sagt über seine Arbeit, sein Ziel sei es, das Wesen der Architektur in seinen Bildern wiederzugeben und nicht sie nur abzubilden. Ich glaube, der Versuch, etwas umfänglich abzubilden, führt nur dazu, dass man es letztendlich der Sache nicht gerecht wird. Das menschliche Erinnern arbeitet auch mit Details. Es ist immer eine Ansammlung von Details, die ein Gesamtbild ergeben. Und so erzähle ich auch, wenn ich narrativ mit Bildern arbeite, dann auch mit diesen Details, aber auch Räume, finde ich, kann man sehr, sehr gut eben mit kleinen Ausschnitten zeigen, viel, viel besser, wie wenn man versucht, das Ganze in einem Bild wiederzugeben. Frankfurterinnen und Frankfurter können sich über viele bekannte städtische Gebäudeansichten freuen. Zu sehen ist die Ausstellung Licht, Luft, Sonne noch bis Anfang 2015.